kalaye vimalam charanam bhavashankara deshikame sharanam bhavashankara deshikame sharanam. Shankara war anfangs ein unbekannter Sannyasin. Zu jener Zeit waren öffentliche Debatten unter Gelehrten total beliebt. Ein richtiges Volksvergnügen, wie heutzutage ein Boxkampf. Es gab einen Schiedsrichter, der zählte Punkte und entschied Sieg und Niederlage. Um bekannt zu werden, musste man den Champion herausfordern. Aber bei alledem hielten im Hintergrund die Götter die Fäden in der Hand. Schwestern, ich bin so inspiriert, dass wir jetzt von einer Person zu drei geworden sind. Wir bleiben zwar ewig ein unteilbares Wesen, neben dem nichts anderes existiert, aber es ist so spielerisch, so zu tun, als wenn wir drei statt eins. Liebe Saraswati, ich spüre auch so eine Lust zum Spiel in mir. In mir, dem unendlich großen Ozean, entdecke ich eine Einbildung. Was soll ich sagen? Es ist das, was man die Welt nennt. Ja, Lakshmi, diese eingebildete Welt ist auch in mir. Sie ist so etwas wie eine Schlange, die man zu sehen glaubt, wo doch tatsächlich nur ein Seil ist. Schwestern, wie ein Gewebe genau betrachtet, eben nur aus Fäden besteht, so besteht die Welt genau betrachtet nur aus mir selbst. Das ist unsere Lila. Es gibt nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren. Und doch macht es Spaß. Das ist unser Zauberspiel. Der Zauber ist unwirklich. Die Zauberin ist wirklich. Wir sind die Zauberinnen und nichts außer uns existiert. Als Zauberspiel hatten wir doch diese lustige Idee. Wie hatten wir das genannt? Männer? Ja, das geht um Polarität. Das Spiel ohne Polarität war doch so langweilig. Ja, schwarz-weiß, Glück, Pech, Mann, Frau. Stimmt, wir hatten uns Männer erschaffen, für jede eine. Da hatten wir richtig lustige Ideen verwirklicht. Mein Shiva entwischt allerdings ständig dieser Polarität und meditiert die ganze Zeit. Mein Vishnu ist nicht viel anders. Der ruht auf seiner Riesenschlange. Wisst ihr, Männern muss man das Gefühl geben, dass sie wichtig sind. Dann wird das Spiel erst unterhaltsam. Das ist mir bei meinem Brahma gelungen. Der glaubt tatsächlich, er hätte die Aufgabe, die Welt mit Menschen darin zu erschaffen. Das hast du ziemlich gut hingekriegt, Saraswati. Ich bringe meinen Vishnu auch regelmäßig dazu, sich in der Welt zu inkarnieren, um den Menschen den rechten Weg zu zeigen. Ich finde, das sollte mein Shiva auch mal machen. Immer nur meditieren. Lasst uns einen Plan aushecken. Ja, das machen wir, Parvati. Also, ich werde meinen Brahma dazu bringen, sich in der Welt als Pandit zu inkarnieren, der die vedische Lehre völlig weltlich interpretiert. Er soll Mandana Mishra heißen. Super, das wird Shiva so ärgern, dass er sich inkarnieren wird, um den zu besiegen. Shiva wird sich als Sannyasi Shankara inkarnieren und dann seine göttliche Lehre verkünden. Das wird sicher inspirierend. Ich freue mich schon drauf. Aber, liebe Schwester, wir müssen sicher gehen, dass alles klappt. Ja, da hast du recht, Lakshmi. Deshalb werde ich mich ebenfalls inkarnieren.
Und zwar als die Frau von diesem Mandana Mishra, der eigentlich mein Brahma ist. Und dann werde ich die Debatte zwischen Shankara und Mandana leiten und so unser Spiel zu einem guten Ende bringen. Om Namo Narayanaya. Oh. Seid gegrüßt, Lakshmi. Namaste, Swami. Namaste. Sagt, habt ihr schon einmal von Pandita Mandana Mishra gehört? Mandana Mishra? Den kennt doch jedes Kind hier. Ich scheine nicht von hier zu sein. Das ist richtig. Sagt, wo finde ich ihn denn? Geh mal dorthin. Geh mal weiter nach unten, die Stadt, in die Stadt hinein. Wo die Papageien. Dort, wo die Papageien vor dem Haus vedische Verse rezitieren. Mhm. Da wohnt er. Das ist nicht zu verfehlen. Wollt ihr ihn in einer Diskussion herausfordern? Das ist richtig. Ach, viel Glück, Swami. Bisher haben alle immer verloren. Aber eins kann ich euch noch verraten. Die Frau von Mandana, die ist mindestens genauso gelehrt wie er. Man sagt, die heißt übrigens Yubhaya Bharati. Man sagt, sie sei die Verkörperung Saraswatis. Ja. Dhanyavadaha. Vielen Dank, ihr Lakshmis. Möge Satsidananas Gnade euch zulächeln. Noch einer. Komm, Adi Shakti, gehen wir zum Brunnen. Ja, Wasser so oben. Das scheint mir nicht das richtige Haus zu sein. Das ist ja schon eine merkwürdige Angewohnheit, Papageien vor der Haustür zu platzieren. Ob das den Papageien so gut gefällt, das hat wohl niemand gefragt. Akileshu Vihandeshu Hantasvatsandacharishu Shukapanjarabandaste Madurangirangphalam. Oh, Papagei, alle Vögel fliegen nach Herzenslust herum. Doch du bist gefesselt in einem Käfig wegen deiner süßen Stimme. Om Mitraya Namaha. Ah. Om Rabaye Namaha. Om Surya Namaha. Om Mitraya Namaha. Ja, ja. Hier bin ich richtig. Ist denn der Eingang? Ah, das Tor ist zu. Das ist ja ein ganz schön großes Anwesen hier. Ah, was soll ich Zeit verlieren? Ich klettere einfach über die Mauer und fordere Mandana sogleich heraus. Oh. Oh. Om. Was ist das denn? Wo kommt denn dieser Glatzkopf her? Dieser Glatzkopf? Der kommt vom Hals her. Nein, ich frage nach dem Weg. Aha, und was hat der Weg gesagt? Der Weg hat gesagt, du bist ein sozialer Nichtstuer. Oh. Ihr habt den Weg gefragt, der Weg hat euch geantwortet. Naja, dann muss er wohl euch gemeint haben, nicht wahr? Was für ein Quatsch! Du bist doch nur unfähig, Frauen und Kinder zu ernähren und hast deshalb deine heilige Brahmanenschnur abgelegt und bist Sannyasin geworden. Mein Gemahl, euer Dharma als Familienoberhaupt ist es doch, Sannyasins Almosen zu geben. Ja, ja. Meine Liebe, du hast ja recht.
Was rege ich mich so auf? Sannyasin, es wird uns eine Ehre sein, euch ein Almosen zu geben. Ich bin nicht für Almosen gekommen, sondern um euch in einer Diskussion herauszufordern mit dem Thema Lebensphilosophie. Oh, ihr wollt besiegt werden? Es wird mir ein Vergnügen sein, einen würdigen Gegner zu überzeugen. Der Tag heute ist schon fortgeschritten. Lasst uns daher die Diskussion morgen beginnen, sodass auch die Öffentlichkeit daran teilnehmen kann. Hier in der Stadt gibt es genügend Interessierte, die gerne dabei sein möchten. Jetzt müssen wir noch einen Schiedsrichter bestimmen und uns auf den Einsatz einigen. Euer Ehren, es ehrt mich, dass ihr meine Herausforderung annehmt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass eure Gattin ebenfalls hochgelehrt ist. Daher schlage ich vor, sie als Schiedsrichterin einzusetzen. Und der Einsatz. Der Verlierer wird den Gewinner als seinen Guru akzeptieren und sich öffentlich als seinen Schüler präsentieren. Des Weiteren wird er das Lebensstadium des Gewinners annehmen. Das bedeutet, verliere ich, so werde ich heiraten und eine Familie gründen. Verliert ihr jedoch, werdet ihr Haus und Hof entsagen und Sannyasin werden. Meine Liebe, seid ihr bereit, diese Herausforderung anzunehmen? Mein Gemahl, mit eurem Segen und der Gnade der Götter kann nur Gutes passieren. Bester Sannyasin, wir erwarten euch morgen früh. Von Shankara herausgefordert, darum erhält er als Erster das Wort. Sri Pandita, bitte stellt eure Lebensphilosophie vor. Natürlicherweise sehnt sich der Mann nach einer Frau und die Frau nach einem Mann. Unser innerstes Wesen verlangt danach. Aus dieser Paarbeziehung entwickelt sich normalerweise eine Familie, wie der Weltenschöpfer Brahma das vorgesehen hat. Die heiligen Veden haben uns vier aufeinanderfolgende Phasen vorgeschrieben. Und zwar das Leben als erstes als Schüler, als zweites als Familienvorstand, als drittes als Rentner und als viertes als Sannyasi. Der Lebensabschnitt als Familienvorstand ist der vorzüglichste und wichtigste Abschnitt. Er trägt die Gesellschaft, ernährt Kinder, Kranke und Alte, verwirklicht große Bauvorhaben und Projekte. Kurz, ohne das Leben als Familienvorstand läuft rein gar nichts. Sannyasa hingegen ist nur als letzter Lebensabschnitt kurz vor dem Tod gedacht. Wenn man körperlich zu nichts mehr imstande ist, außer andere zu segnen. Solange man fit ist, sollte man das nicht machen. Als junger Mensch Sannyasin zu werden, bedeutet, die wichtigsten Lebensabschnitte
zu überspringen. Wird ein junger Mensch Sannyasin, dann ist das nichts anderes als die Flucht vor der Wirklichkeit. Sannyasin, was habt ihr zu dieser Ansicht zu erwidern? Unser Leben ist wie eine Reise zu einem unbekannten Ort und Menschen verhalten sich dabei ganz unterschiedlich. Die Unbedarften amüsieren sich erst bei den Sehenswürdigkeiten. Und wenn dann die Nacht hereinbricht, geraten sie in Panik, denn sie haben kein Schlafquartier. Die Weisen oder auch Intelligenten sichern sich erst ihr Schlafquartier. Und wenn die Nacht hereinbricht, können sie sich getrost weiter amüsieren. Euer Ehren, euer Vorschlag entspricht dem unintelligenten Vorgehen. Man stürzt sich einfach achtlos ins Leben und gerät zwangsläufig ins Leid durch Verlust, Alter, Krankheit und Tod. Mein Vorschlag hingegen entspricht dem intelligenten Vorgehen. Man findet erst einmal heraus, wer man in Wirklichkeit ist. Denn anschließend hat das Leid der Welt keine wirkliche Macht mehr über einen. Und wenn Alter, Krankheit und Tod drohen, ist man gänzlich unbesorgt. Sieht man in einem Land viele Krieger, so denkt man unweigerlich an Krieg. Sieht man in einem Land hingegen Sannyasins, denkt man an spirituelle Selbsterkenntnis und die höchste Wirklichkeit. Sieht man jugendliche Sannyasins, wird man daran erinnert, bereits in jungen Jahren herauszufinden, wer man in Wirklichkeit ist. Ich fasse zusammen. Auf das Argument, das Leben, das Lebensstadium des Familienvorstands sei weitaus wichtiger als das des Sannyasins, folgt die Erwiderung, dass man nur mit vorheriger Selbsterkenntnis gut durchs Leben käme und dass Sannyasins die Menschen dazu inspirieren würden. Shri Pandita, bitte stellt eure Lebensphilosophie weiter vor. Alle Wesen wollen glücklich sein. Jedes Wesen hat da seine eigene Geschichte. Für uns Menschen ist der natürliche Weg zum Glück die Paarbeziehung. Und daraus folgt das Leben in der Familie. Betrachten wir einmal eine Person, die dieser Bestimmung entsprechend den vedischen Vorschriften folgt. Wenn da trotzdem etwas zum Glück fehlt, dann sollte man im Detail analysieren, was genau fehlt oder was nicht passt. Anschließend geht es darum, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen. Dazu kann man die Hilfe eines guten Pandits in Anspruch nehmen. Deshalb kommen die Leute doch zu mir, davon lebe ich. Man kann die eigene Lebensgeschichte Stück für Stück optimieren. Unsere heilige Tradition gibt genügend Anweisungen, wie das möglich ist. Es geht darum, durch stetige, intelligente Arbeit an der eigenen Geschichte zu einer glücklichen Geschichte zu gelangen. Sannyasin, was habt ihr zu dieser Ansicht zu erwidern? Betrachtet man verschiedene Lebensgeschichten, so findet sich bei genauem Hinschauen nirgends unvermischtes Glück. Leid ist immer irgendwie mit dabei. Das Leben ist doch wie eine zu kurze Bettdecke. Sind die Schultern bedeckt, so frieren die Füße.
Sind die Füße bedeckt, fehlt etwas an den Schultern. Hat man auf der einen Seite ein Problem gelöst, taucht an einer unerwarteten Stelle gleich ein anderes auf. Das Glück ist scheu und unbeständig. Innerhalb der Geschichte gibt es keine Lösung, um zum dauerhaften Glück zu kommen. Die Lösung liegt also außerhalb der Geschichte. Das Ziel der Geschichte ist es, über die Geschichte hinauszugehen. Hinauszugehen in die Tiefen des eigenen Wesens, in den Atman, das eigene wahre Selbst, die Quelle allen Seins, die Quelle allen Glücks. Die Quelle, die sich nicht verändert, die nicht kommt und nicht geht. Nur in dieser Verwirklichung, nur in dieser Selbsterkenntnis liegt dauerhaftes Glück und dauerhafte Zufriedenheit. Ja! Ich fasse zusammen auf das Argument, dass es im Leben darum gehe, die persönliche Geschichte zu optimieren, folgt die Erwiderung, dass dies nur möglich sei, wenn man erkannt hat, dass das eigene, wahre Selbst jenseits dieser Geschichte ist. Shibangita, bitte stellt eure Lebensphilosophie weiter vor. Wenn ich euer heimatloses Sannyasi-Dasein betrachte, dann wüsste ich nicht, wo da überhaupt Glück sein sollte. Betrachtet doch einmal ein Dasein wie das meine. Ich habe es durch das Durchführen vedischer Rituale für andere Menschen zu Ansehen und Reichtum gebracht. Das erlaubt mir ein glückliches Leben mit vielen Genüssen, mit einer schönen, gebildeten Gattin als Lebensgefährtin, in einem prächtigen Anwesen. Ich erfreue mich an ausgewählten Speisen, kleide mich in Seide und bin zufrieden, weil ich weiß, dass ich überall mit Hochachtung gegrüßt werde. Ich habe es zu etwas gebracht und kann mir deshalb Genüsse erlauben, die glücklich machen. Ihr hingegen möchtet doch das junge Menschen der Welt entsagen und in einem Ashrama leben, statt es in der Welt zu etwas Vernünftigem zu bringen. O Sannyasi, ihr predigt die mittellose Armseligkeit. Ja, meine Herren. Sannyasi, was habt ihr zu dieser Ansicht zu erwidern? Ob ein Sinnesgenuss als Glück empfunden wird oder nicht, wird vom eigenen subjektiven Geist beurteilt. Der Geist ist wie ein Kind, das auf einen Jahrmarkt geht. Bevor es nicht alle Stände gesehen hat, ist es nicht zufrieden. Niemals. Und es wird quengeln, wenn es die Mutter vorher nach Hause ruft. Ebenso möchte unser Geist alle Erfahrungen in dieser Welt einmal mitgemacht haben, vom Bettler bis zum König. Egal, wie viele Leben dazu nötig sind, und selbst dann ist es nicht genug. Das bedeutet, man geht von Erfahrung zu Erfahrung und nach jeder Zeit. Nach einiger Zeit wird jede Erfahrung doch unbefriedigend. Denn mit den Puppen der Kindheit möchte man als Erwachsener ja auch nicht mehr spielen. Geistig erwachsen zu werden bedeutet, man weiß, dass die auf dem Jahrmarkt des Lebens angebotenen Zauberstücke nur geschickte Tricks sind und dass die imposanten Stände nur aus Bambus und Stoff bestehen. Sannyasins lassen sich davon nicht beeinflussen, denn ihr Glück fließt aus ihrem eigenen tiefen Wesen, dem Atman. Daher sind es die Sannyasins, die wahrhaft glücklich sind. Ja!
Ich fasse zusammen. Auf das Argument, mehr Genuss bedeutet mehr Glück, folgt die Erwiderung, dass dies eine Falle des denkenden Geistes sei. Und wahres Glück erst möglich ist, wenn man hinter den denkenden Geist geschaut hat. Shibangita, bitte stellt eure Lebensphilosophie weiter vor. Meine Lebensphilosophie wird demnächst weiter erzählt. Schwester, schau mal, wie viele Leute der Debatte zuhören. Das ist ja ein Massenauflauf hier. Naja, Brahma gegen Shiva, da muss was auch los sein. Brahma hält sich wacker. Man versteht, dass Menschen bisher keine Chance gegen ihn hatten. Aber das Schicksal wird sich jetzt drehen. Gegen meinen Shiva ist Brahma machtlos. Das war doch klar. Gegen Shiva hat niemand eine Chance. 3 Tage Diskussion und das Ergebnis ist vorhersehbar. Unsere Schwester Saraswati gibt Shiva den Sieg. Oh, wie langweilig. Wart mal ab, so langweilig wird das nicht werden. Saraswati holt bestimmt noch einen Trumpf hervor, den Shiva nicht erwartet. Typisch Saraswati. Als Göttin der Sprache muss sie immer zeigen, was sie kann. Na, wir haben uns ein schönes Spiel ausgedacht. Nichts existiert, alles ist ein Traum. Und alle glauben, es ist wirklich. Abgewogen. Während Shankara Mandas Aussagen in vielen Fällen nicht direkt widerlegt hat, so hat er sie jedoch erweitert und vertieft. Insgesamt ist seine Lebensphilosophie umfassender und hilfreicher im Leben. Und darum gebührt der Sieg Shankara! Oh! In einer Debatte zu verlieren, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Oh, Acharya Shankara, akzeptiert meine demütige Verneigung. Oh, Bester des Sannyasins, ihr habt meinen Gemahl besiegt. Aber euer Sieg ist noch lange nicht vollständig. In meinem Ehepaar bilden Mann und Frau eine Einheit. Erst wenn ihr auch mich besiegt habt, habt ihr wirklich gesiegt. Ehrwürdige, es ziemt sich nicht, gegen Frauen zu kämpfen und sei es nur mit Worten. Daher kann ich eure Herausforderung leider nicht annehmen. Ist nicht der Atman unser wahres Selbst, frei von Geschlecht? Wenn ihr ein Kenner des Atmans seid, wie könntet ihr dann noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen machen? In der Diskussion geht es doch um Argumente und nicht darum, ob Frau oder Mann ist. Ich fordere euch deshalb heraus, euch der Diskussion mit mir zu stellen. Ehrwürdige, eure Argumente sind schlüssig. Daher bitte ich euch, das Thema der Diskussion festzulegen. Wir werden über das Kama-Sashtra diskutieren. Über die Kunst der geschlechtlichen Liebe
zwischen Mann und Frau. Ehrwürdige, es ziemt sich nicht für einen Sannyasin, über dieses Thema zu sprechen. Heißt das etwa, dass ihr nicht vollständig verhaftungslos seid? Wäret ihr verhaftungslos, o Bester des Sannyasins, könntet ihr auch frei von diesem Thema sprechen. Es ist doch eine anerkannte Wissenschaft. Wenn ihr euch aber diesem Thema verweigert, scheint mir doch noch eine Spur von Verlangen in eurem Geist zu wohnen. Shankara war mit 7 Jahren Sannyasin geworden und wusste nichts von Karma Shastra. Er war jetzt das erste Mal in seinem Leben um Argumente verlegen. Wie er sich aus dieser brenzlichen Situation schließlich doch gerettet hat, ist eine längere Geschichte. Die führen wir euch, so Gott will, ein anderes Mal auf. Und zum Schluss noch ein Vers an den Meister. Om Swamin Namaste Nataloka Bandho Karunya Sindho Patitam Bhavabdhau Mamudharatmiya Kataksha Drishtya Ritsvyati Karunya Sudhavi Vrishtya. O Meister, seid gegrüßt. Freund derer, die sich verneigen, Ozean des Mitgefühls, ich bin in dieses Meer der Welt gefallen, bitte rettet mich. Mit einem Seitenblick von euch, ein Blick, der wie ein Regenschauer von Nektar ist, von Nektar übermäßigen Mitgefühls. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.